Hey Leute und willkommen zurück zu Rust. So, ist euch schon mal aufgefallen, dass vielleicht so eine einzelne Variable ein bisschen umständlich ist? Vielleicht möchte man ja mal mehr als eine Variable vom selben Typ in einen so einen Teil reinspeichern, dass man nicht ständig wieder haufenweise x1, x2, x3, x4 hat. Das wäre dann ein Array. Ein Array ist genauso mit let definiert wie jede andere Variable auch. Und sieht so aus. Ein Array ist eine ja, mit eckigen Klammern gemachte Struktur. Und da sind so eine gewisse Anzahl an Elementen drin, wie zum Beispiel 1, 2 und 3. Das wäre jetzt ein Array mit drei Elementen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich drei verschiedene Elemente in einer einzigen Variable namens x drin. Und wir können darauf zugreifen, indem wir sagen, ich greife einfach mal hier drauf zu, x an der Stelle 1 zum Beispiel. So, damit können wir hier drauf zugreifen und zwar auf ganz speziell ein Element, nämlich das an der ersten Stelle. So, jetzt Achtung, wir fangen nicht bei 1 an zu zählen, sondern wir fangen bei 0 an zu zählen. Das heißt, das hier ist an der nullten Stelle. Das ist an der ersten Stelle und das hier ist an der zweiten Stelle. Bisschen umständlich am Anfang, man gewöhnt sich aber dran, glaubt mir. Okay. Ja, wenn ich jetzt hier x von 1 aufrufe, dann kommt die 2 zurück. Achtung, was passiert, wenn ich das hier vergiss? Naja, dann passiert das hier. Ich habe ein Problem und ich kann es nicht beheben, denn wir haben hier unten dieses wunderbare Core FMT Display is not implemented for the type, bla bla bla. Okay, das heißt, auch hier hilft euch Rust, wenn ihr mal aus Versehen die Klammern vergesst und nicht wisst, auf welches Element ihr zugegriffen habt, einfach mal ein Error-Message bekommen und schon wisst ihr, was da passiert ist. Wunderbar. So, nochmal Achtung, eigentlich ist alles wichtig, warum sage ich immer Achtung? Hier, diese Länge an Arrays, die müsst ihr schon fix angeben. Das heißt, ich kann jetzt hier zwar noch 4 und 5 reinfügen, dann ist aber mein Array größer geworden, aber ich kann die Größe nicht zur Laufzeit ändern. Das heißt, ich lege am Anfang fest, hier sind fünf Elemente drin und das bleiben fünf Elemente. Ich kann nicht irgendwie vier Elemente draus machen, ich kann auch nicht sechs Elemente draus machen. Es sind wirklich für immer fünf Elemente hier drin. Es sei denn, ja, also zur Laufzeit verändert sich die Größe nicht. Das heißt, wenn das Programm mal läuft, dann verändert sich die Größe nicht. Auch wenn das Ganze mutable ist. Dieses mutable heißt bloß, dass ich Folgendes tun darf. X an der Stelle 1 ist gleich 42. So. Und jetzt geben wir mal x an der Stelle 1 aus. Und wir sehen da kein Kompilierfehler. Ups. Und wir haben 42 bekommen. Wenn ich jetzt hier dieses Mute rausmache und versuche zu rebuilden, dann habe ich hier wieder das Problem. Das heißt, dieses Mutable von den Arrays, das bezieht sich wirklich auf die einzelnen Array-Elemente, die ich danach verändern darf. Aber ich darf die Größe von dem Array nicht verändern. Auch Folgendes geht nicht. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel einen Namen reinhaue, sowas, und dann an der Stelle 1, also sprich da, wo der Name steht, möchte ich drauf zugreifen, dann passiert das hier, mismatched types. Das bedeutet, wir brauchen innerhalb dieses Arrays überall denselben Typ. Ich kann aber Folgendes machen. 1,23. Ihr wisst ja, das hier ist theoretisch ein Float. Naja, wir können aber hier, so geht's nicht, aber wir können einfach von Hand angeben, was wir gerne hätten. Und zwar können wir sagen, wir geben den Typ von dem Array an. Naja, Arrays haben einen witzigen Typ. Das ist nämlich auch so mit diesen Klammern hier gedacht. Okay, geben wir mal den Typ an und sagen Doppelpunkt. Und hier kommt dann erstmal so eine eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Und an die linke Stelle kommt jetzt der Typ. Da sagen wir jetzt einfach mal Float 64. Ihr wisst ja noch, das sind Gleitkommazahlen. Das brauchen wir, weil das hier eine Gleitkommazahl ist. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber das hier ist doch keine Gleitkommazahl. Naja, aber man kann eine ganze Zahl auch als Gleitkommazahl darstellen. Zum Beispiel durch 1,0. So. Und jetzt mache ich hier ein Semikolon rein. Achtung, das ist tatsächlich ein Semikolon. Kein Komma. Und dann gebe ich die Länge von meinem Array an. Und die Länge ist in dem Fall 5.
Also es sind fünf Elemente drin, also ist die Länge 5, es sind nicht 4. Also hier bei der Länge fange ich bei 1 an zu zählen, das ist 1, 2, 3, 4, 5. Also es sind 5 Elemente drin, also brauche ich hier eine 5. So, jetzt baue ich das nochmal. Und jetzt habe ich hier das Problem eben, dass die Types nicht stimmen. Wie gesagt, kann man leicht beheben, indem ich einfach 1,0 hinschreibe, 3,0, 4,0 und 5,0. Wie man das genau macht, in effizienter Weise, ohne dass ich jetzt überall Komma hinschreiben muss, das zeige ich euch in anderen Videos, wenn es ums Typecasten geht. Aber jetzt erstmal so. Es funktioniert wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt hier einen festen Typ angegeben von uns aus. Und ja. Und es funktioniert. Das heißt, wir kriegen hier 1,23 zurück. Gut. Was man bei Arrays auch machen kann, ist, man sagt einfach, okay, ich möchte das nicht jetzt schon machen, sondern ich möchte es später initialisieren. Oder ich sage, es soll überall derselbe Wert drin vorkommen. Dann brauche ich Folgendes. Ich will vorne einen Wert haben. Also Achtung jetzt, das ist jetzt keine Array-Definition im Sinne, wie wir es gerade eben hatten, sondern wir sagen jetzt, es kommt überall derselbe Wert rein. Und zwar sage ich, ich möchte überall die 42 drin stehen haben. Und dann kommt ein Semikolon. Achtung, das ist ein Semikolon, kein Komma. Bei einem normalen Array, wenn ich jetzt so Komma machen würde, Komma 2 oder sagen wir Komma 5, dann wäre das ein Array mit hier 42 und 5 drin. Das heißt, ich würde, wenn ich das jetzt mache, würde ich die 5 rausbekommen. Wenn ich jetzt hier ein Semikolon reinschreibe, dann bedeutet das, ich habe 5 Elemente mit dem Wert 42. Das heißt, mein Array sieht eigentlich so aus. 42, 42, 42, 42, 42. Das ist eigentlich jetzt mein Array, das ich hier oben kreiert habe, nur dadurch, dass ich hier ein Semikolon statt einem Komma gemacht habe. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal verzweifelt seid, weil ihr ganz, ganz komische Werte drin habt, schaut, ob ihr ein Semikolon gemacht habt statt einem Komma. Kann einiges ausmachen und ja. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir, hier steht eine 42 drin. Wie ich es euch gerade gesagt habe, es steht überall 42 drin und zwar fünfmal. Also das hier ist die Länge und das hier ist der Standardwert, den ihr dann setzen wollt. Okay, macht natürlich wenig Sinn, wenn es jetzt nicht mutable ist. Das heißt, man schreibt hier mut davor und verändert dann hier irgendwelche Werte. Okay. Eine weitere sehr, sehr wichtige Funktion, die euch bei Arrays sehr behilflich sein kann, ist die Len-Funktion, die euch die Länge des Arrays angibt. Da kommen wir jetzt gerade mal auf das, was ich gerade eben schon die ganze Zeit gesagt habe, zu sprechen. Ach so, ja. Ja, ist doch egal. Lass mich mutable sein, ist mir wurscht. Bilden wir einfach nochmal. Okay. Und zwar haben wir hier die Länge 5 bei dem Array. So, das heißt, wir haben 5 Elemente drin. Achtung, wir fangen bei 0 an zu zählen. Das heißt, wenn ihr auf x von 5 zugreift, habt ihr ein Problem. Ihr könnt mit 0 anfangen zu zählen. Oh, okay. Das finde ich jetzt spannend. Ah, wir kriegen tatsächlich einen Error. Okay, also ein Index out of bounds. Ich dachte, das wird abgefangen, aber scheinbar wird es noch nicht abgefangen. Wir greifen an einer Stelle auf dieses Array zu, was nicht mehr zum Array dazugehört, weil wir können an Stelle 0 mit dem ersten Element anfangen, Stelle 1, 2, 3 und 4. Aber die Stelle 5 wäre das sechste Element. Das heißt, es geht nicht mehr, weil wir haben ja nur 5 Elemente drin. Okay, aber zurück zur Len-Funktion. x.len, Klammer, Klammer. Und was jetzt passiert ist, ich ändere hier einfach mal zum Komma. Mal gucken, was dann passiert. So. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann haben wir hier die Länge 2, denn das ist jetzt wieder das normale Array ohne diesen Standardwert angeben und Größe, sondern ich gebe direkt die Werte an, die ich in meinem Array drin stehen haben möchte. Also 42 und 5. Und dieses Array hat dann logischerweise die Größe 2. Nämlich, das ist der erste Wert, das ist der zweite Wert oder wenn wir mit 0 anfangen zu zählen, 0 und 1. Gut, das ist die Len-Funktion, die werdet ihr wahrscheinlich auch noch häufiger brauchen. So, jetzt fragt ihr euch höchstwahrscheinlich, wie kann ich bitte durch ein Array durchiterieren in einer Vorschleife? Du hast doch das so schön erklärt mit diesem for x in bla bla bla. Naja, es ist nicht ganz so easy. For y in x, also y ist jetzt meine Variable, x ist mein Array hier oben. Machen wir mal.
Da passiert nämlich was, was nicht so toll ist. Und wir rebuilden jetzt einfach mal. Hier haben wir nämlich das Problem, wir können nicht einfach drüber iterieren, sondern wir müssen da was dafür machen. Und da sagen wir einfach mal, hier drin sagen wir einfach mal noch ein Printline. Und ich möchte gerne Y ausgeben. Also Klammer, Klammer, Komma, Y. So, wenn ich das jetzt ausführe, Rebuild, dann kriege ich gleich mal einen Fehler. Ich darf nämlich nicht irgendwie hier das machen, weil ich kann x nicht einfach aufzählen. Dazu brauche ich einfach noch einen weiteren Operator, ziemlich easy eigentlich, kaufmännisches und vorne dran und schon ist alles gut. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf Build und damit die Verwirrung nicht allzu groß wird, mache ich einfach mal das hier raus. Ach so, ja, gerade an dieser Stelle würde ich gerade mal noch gerne Kommentare einfügen. Kommentare sind nur für euch. Das heißt, die sehen einfach dann grün aus, werden aber nicht mitkompiliert. Da passiert einfach gar nichts. Das ist, als würde da nichts stehen, sondern nur für euch irgendwelche Anmerkungen oder sowas. Wie to do, noch ins Bett legen und eine Runde schlafen oder sowas. Keine Ahnung. Okay, jetzt bilden wir das nochmal, damit wir die Ausgabe hier auch raus haben und führen es aus. Und schon sind wir drüber iteriert. Perfekt, war doch easy, oder? Einfach 42 und 5 ausgegeben, das heißt das erste Element und das letzte Element. Also es gab ja nur die beiden, aber ja. Gut. So funktionieren Arrays gar nicht so schwer. Und ja, nächstes Mal geht es weiter, wahrscheinlich mit Slices. Slices sind auch cool. Ja, aber da kommt dann auch wieder dieses Kaufmännische und egal. Ich glaube schon wieder. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Daumen hoch, falls ja. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.